Ja, mein Name ist Frank Kohl-Boas. Ich bin Personalleiter in Nordeuropa bei der Google Germany GmbH. Nordeuropa umfasst das Cluster Dach, Nordics und Benelux. Und das Office ist in Hamburg. Background ist? Ich habe Rechtswissenschaften in Passau und Würzburg studiert und bin auch als Anwalt zugelassen. Jetzt saßen Sie gestern mit dem Professor Kruse zusammen auf der Pressekonferenz der Zukunft Personal und Kruse hat basierend auf einer Studie zu guter Führung so ein paar Thesen gestern aufgestellt. Ich würde jetzt gerade mal gern so auf Ihre Praxisrelevanz bei Google so ein kleines bisschen abchecken. Eine These war sicherlich, dass Führung vernetzter werden muss. Ja, dem würden wir gerade aus unserem Unternehmen und unserer Praxiserfahrung bedingungslos zustimmen. Wir sind ein Kind des Internets, wir leben das Netz, wir sind weltweit agierend und haben auch weltweit verschiedene Ingenieurzentren. Das heißt, wir brauchen überhaupt das Netz als Grundvoraussetzung für die Innovation, die uns ausmacht. Was heißt das ganz konkret? Sie brauchen das Netz, wenn Sie jetzt als Personaler sprechen, was heißt das konkret? Das heißt ganz konkret, dass wir die Beteiligung eines jeden einzelnen Mitarbeiters an der Ideenfindung und in der argumentativen Auseinandersetzung brauchen. Es gibt kein Informationswissen, was machtbasiert ist. Es zählt das Argument und nicht eine Meinung oder eine Hierarchieebene. Jeder bei uns hat Zugriff zu denselben Technologien, sei das die Möglichkeiten des Cloud Computings, aber auch der Videokonferenz, also Enterprise 2.0, das leben wir. Jetzt hat Kruse auch gesagt, im Rahmen dieser Untersuchung, die sich aktuell auf 200 Interviews, glaube ich, stützt, dass sie sowas wie einen Sehnsuchtsraum definiert bei etwa einem Fünftel der befragten Führungskräfte. Das heißt, die sagen, Führung muss anders werden, aber können nicht irgendwie sagen, wie diese andere Führung denn aussehen soll. Haben Sie eine Antwort schon darauf? Eine unheimlich spannende Frage. Als das Angebot von Herrn Professor Dr. Kruse kam, weitere Führungskräfte zu benennen, habe ich gedacht, ja, da müssten meine Führungskräfte oder Google-Führungskräfte mitmachen. Denn bei uns ist das Führen ein Privileg und man bekommt unheimlich viel Feedback von den eigenen Mitarbeitern, aber auch von der Organisation, wie Führung gelebt und wahrgenommen wird. Und man muss bei uns zwei Dinge beherrschen, die ja auch Herr Professor Dr. Kruse angesprochen hat. Zum einen das Zulassen von Netzwerken und Meinungen und Dynamiken, das Zuhören und dann aber auch die Möglichkeit, zu einem Zeitpunkt eben aus der Vielzahl der Vorschläge und Ideen eine Lösung heraus zu destillieren und dann wieder eine Richtung zu geben. Also dieser Wechsel zwischen, wann bin ich ein Netzwerk und wann bin ich eine Organisation, die Entscheidungen trifft und umsetzt, genau vor der Herausforderung stehen. Und vielleicht sind wir in diesem Sehnsuchtsraum ein Stückchen näher. Vielleicht haben einige unserer Führungskräfte diesen auch schon gefüllt. Also würden Sie sehr, sehr konkret sagen, dass in diesem Sehnsuchtsraum dieser softe Wechsel zwischen Hierarchie und Netzwerk in der Führungsverantwortung, dass das eine Ausprägungsform ist? Aus meiner Wahrnehmung fühle ich mich durch den Vortrag von Herrn Professor Kruse und seinen Thesen durchaus bestärkt. So, eine andere These war, dass wir sowas erleben werden wie eine Kernschmelze, dass die Identifikation mit dem Unternehmen, wie man früher gesagt hat, einmal Daimler, immer Daimler, dass wir das verlieren werden, dass sie immer weniger an Bedeutung hat und dass wir hinkommen zu Mitarbeitern oder auch zu jungen Leuten, die halt sehr, sehr viel wechselbereiter sind. Wie geht eine Firma mit Google sowas um? Was ist der Identifikationswert mit Google und wie matchen Sie das immer wieder mit Ihren Mitarbeitern? Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch einen Sinn sucht in seiner Tätigkeit. Und er erwartet Transparenz und Engagementmöglichkeiten. Und die versuchen wir ihm als Unternehmen zu bieten. Die Mitarbeiter, die bei uns dafür sorgen, dass wir zum Beispiel Werbung verkaufen, tun das nicht nur, um Geld zu machen. Das Warum des Geldmachens ist dann bei Google die Motivation, wieder investieren zu können, um die nächsten hochinnovativen Ideen zu entwickeln, die sich vielleicht nicht jeder trauen kann oder die auch nicht jeder hat.
Und so hat Google sicherlich eine hohe Anziehungskraft nicht nur auf Ingenieure, sondern auch alle anderen Funktionen, die in diesem Technologieunternehmen mitarbeiten und immer wieder diese Attraktivität und Anziehungskraft verspüren, wie es bedeutet, die Welt ein Stückchen mit zu verändern. Ein Punkt, den Kruse noch angesprochen hat, war zum einen, dass die Entscheidungsgrundlage bei den Führungskräften so ein bisschen schwindet. Sie schwindet aufgrund der Dynamik, die wir haben in unserer Umwelt, und sie schwindet aufgrund dieser Komplexität durch die ganze Vernetzung, die ganze Vernetzung mit sich bringt. Wie treffen Sie heute Entscheidungen, wenn Sie nur noch auf Sicht sozusagen segeln können? Ja, zum einen gibt es sicherlich bei den großen Entscheidern in Mountain View auch die Freiheit, Sachen noch nicht gleich zu entscheiden, sondern zuzuhören, zu gucken, wohin sich Dinge zu entwickeln. Also auch die Kraft und die Fähigkeit, eine Sache nicht gleich zu entscheiden. Lokal, und das habe ich auch in anderen Interviews gesagt, muss natürlich eine Führungskraft auch entscheiden können. Und wenn sie das tut, dann vermitteln wir unseren Mitarbeitern auch schon das relative Moment, was vielleicht darin bedingt ist, dass eine Entscheidung heute richtig ist, die es in 6, 8, 10 Monaten auch wieder zu korrigieren gibt. Damit wird die dann vormals getroffene Entscheidung nicht falsch, aber die hohen Dynamiken erzwingen einfach zu einem Richtungswechsel. Letzte Frage wäre, wenn Sie so 3, 4, 5 Bestimmungsparameter nennen müssten, was macht eine gute Führung aus? Welche wären das für Sie? Für mich ist heute eine Führungskraft vor allem dienend. Dienend im Sinne von, sie hilft den Mitarbeitern, durch die man eine Leistung erreichen will, dass deren Ideen gehört werden, dass vielleicht Ideen richtig geäußert und kommuniziert werden, damit sie die Schlagkraft bekommen. Führung ist heute kein Hierarchielevel. Man sollte das nicht anstreben, wenn man glaubt, man sei dadurch höher gestellt. Mitarbeiter suchen sich heute die Führungskraft über die Reputation der Führungskraft aus und nicht über das Handauflegen von jemandem, der in der Organisation bestimmt, wer Führungskraft ist. Und deswegen ist Führung ein Privileg und etwas, womit Führende sehr bewusst und sehr vorsichtig umgehen müssen und sich auch stets in der Lage sein sollten, dass ihnen die Führung auch durch das Nichtbefolgen ihrer Mitarbeiter auch entzogen werden kann. Super, vielen Dank.